Der SV Rödinghausen hat ein Schulprojekt gestartet. Los ging das Ganze an der Grundschule Bünde Mitte. Mit rund 70 Kindern von der ersten bis dritten Klasse absolvierten unsere Spieler aus der ersten Mannschaft, Markus Smarzoch und Kai-Bastian Evers, ein Fußballtraining. Der ein oder andere Trick wurde da sicherlich auch vermittelt. Patrick Nobbe, unser FSJler, und unser Jugendkoordinator Tim Daseking, die waren ebenfalls mit von der Partie. Und mit letzterem haben wir über das Projekt gesprochen. Ja, die Idee des Schulprojekts ist natürlich folgende, dass wir natürlich vor allen Dingen versuchen, hier in der Umgebung die Kinder vom Fußball oder für Fußball zu begeistern. Und damit haben wir jetzt gestartet, dass wir die umliegenden Schulen erstmal angeschrieben haben und gesagt haben, dass wir uns dort gerne vorstellig machen würden und die Marke SVR dort in der Schule dann einfach mal präsent zu machen. Und damit haben wir heute gestartet, da mal eine Trainingseinheit als Unterrichtsstunde durchzuführen. Und da versuchen wir natürlich dann nach den Sommerferien eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubekommen, dass wir da einfach Schulen suchen, wo wir dann im Bereich der offenen Ganztagsschulen dann einfach regelmäßig AG-Angebote als SV Rödinghausen dann zur Verfügung stellen, um so vielleicht das eine oder andere Mitglied gerade im untersten Bereich dann gewinnen zu können. Am kommenden Freitag sind die Sportfreunde Lotte zu Gast hier am Wien und danach kommt am Dienstag schon das nächste Heimspiel, das Nachholspiel gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach. Und im Anschluss an dieses Spiel ist ja auch das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Bayern München und Borussia Dortmund. Das können Sie sich auch hier im Stadion angucken, ganz entspannt in der Sportlounge. Aber erstmal Freitag das Spiel gegen Lotte. Bis dahin, Servus.